Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem neuen von meinen kleinen Horror-Let's Plays. Ja, für die gute Chucky, die sich gerne unter der Decke verstecken möchte, habe ich aus einem Kommentar rausgelesen. Und wir sehen hier eine wunderschöne Uhr. Es ist 10 vor 4 und entweder der 19. oder 19 Sekunden und es läuft nicht weiter. Nee, der Sekundenzeiger ist irgendwie drüber. Hier meine glückliche Familie, meine drei Kinder, meine Frau und ich. Der Wäscheständer. Richtig nice. Und ein Rucksack. Ein schönes Wandgemälde. Und ich begrüße euch zu Cray. Das nächste Horror-LP auf meinem Channel, was wir jetzt starten werden. Oh, schöner Stuhl. Mit Blumen. Sowieso ist das alles schön mit Blumen verziert. Oh shit. Und hier seht ihr meine Fleischerhaken-Sammlung. Die darf natürlich in keinem Haushalt fehlen. Noch mache ich lustige Sprüche. Bin ich noch gut drauf. Was steht da? Care about... Amicel, ich kann es kaum lesen, das ist so dunkel hier. Und... Okay, dazu sage ich jetzt auch mal nichts. Also, das hat jetzt schon ein bisschen mehr Atmosphäre wie Zombie. Zombie, das letzte Spiel, das ich ja auf meinem Channel Let's Played habe. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen, war ganz interessant. Aber hier fängt die Atmosphäre an, liebe Freunde. Was ist das? Alter. Oh, oh. Huh. Wusa. Was steht hier so? Kleine Anita. Okay, wir müssen da runter. Oder geht's aber tief runter? Okay, dann gehen wir mal runter. Hallo? Wer bist du? Ich habe gar nichts getan. Die sind hier durch die Regelblutung in der Wand verschwunden. Das sieht allgemein so ein bisschen komisch aus. Oh, wenn mir die Scheiße hier einbricht, dann ist aber echt Feierabend. Also. Alles klar. Wenn... Nee, ich sag's am besten gar nicht, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich lasse es am besten bleiben. Hier sehen wir die. Okay. Alles klar. Kann man mal abhängen. Home. F1. Okay. I. Why did he answer me? Boah, Leute, ich sag euch mal nicht, woran mich das jetzt gerade hier erinnert. Das ist ja ekelhaft. Guck ich nicht so an. I. Okay. Ich glaube, ich konnte hier auch bis jetzt noch nichts mitnehmen oder so. Ein
vollgestellter Raum. Meine Hand juckt. Alles klar. Ja, ich habe das X schon gesehen. Sieht so aus. Ach, nee, da. Okay. Jetzt sehen wir einen Spiegel, aber es spiegelt sich nichts drin. Also wir uns zumindest nicht. Der Rest von dieser schönen Umgebung schon. Oh ja, Masken. Oh, darauf stehe ich extrem. Ich finde es auch immer nice, wenn so Puppen irgendwo sind. Also das ist echt mein Ding. Da bin ich voll im Element eh. Alles klar. Das sieht gut aus. Da hinten ist die nächste Tür. Geh mal ran. Das ging jetzt eigentlich. Jetzt habe ich mich gar nicht so erschreckt. Batteries increase your flashlight fields of view while also reducing it change to flicker temporary. Alles klar. So. Alles klar. Weiter geht's hier. Der Vorgang erinnert mich ans Jump. Nicht ans Jump. Boah, ans Jutze bei uns. Das ist so ein Jugendzentrum. Leute, da wollte nicht drin gewesen sein. Also früher war es so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich kann wirklich nicht mehr drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das heute ist. Und hier sind wir. Und wir haben uns gerade die Hände gewaschen. Das heißt, wir waren schon auf der Toilette. Die ist zu. Jetzt haben wir auch eine Hand. Alles klar. Hallo? Du hast eine von Anitas Puppen gefunden. Hier standen gerade noch die hippen Jugendliche. Man. Das ist weiblich wahrscheinlich. Sieht auch nicht besser aus. Sagt man immer, Frauen wären irgendwie ordentlicher auf solchen Klos, aber stimmt gar nicht. Da stinkt's mehr wie bei uns. Irgendwie. Für dich. Also ich bin selten auf Frauenklo, aber wenn, dann... Alles leer. Gerade eben war noch alles voll. Und tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen die Atmosphäre kill, aber... Where is everyone? Did they close up? Haben die abgeschlossen? Sind die voll? Tap. Ah, okay. Figure out where everyone is. Tab kriegt man also so ein kleines Ding mit. Hallo? Auch nicht? Okay. So, was gibt's denn zum Essen? Barmenu. Was? Chicken Wings, Mozzarella Sticks, Fried. Das kann ich gar nicht lesen. Ravioli? Nee. Keine Ahnung. Cheese Pizza und Gangling Pizza. Alles klar. Kann man rennen? Ich kann nicht mal rennen. Ich glaube, ich habe nur noch keinen Grund zu rennen, aber das ändert sich wahrscheinlich bald. Schon gemütlich hier eigentlich. Das ist echt voll weit. Also wenn man hier reinkommt, das ist voll cool eigentlich. Hier in der Mitte hast du irgendwie, ich weiß auch nicht, was da sein soll. So ein C-Schwimmbad. Oh geil, kann ich die mitnehmen? Die kann ich nicht mitnehmen. Autorisiertes Personal. Nur personalisiertes Personal. Perfekt, da sind wir ja genau richtig. Okay, Danger High Woods. Und ich glaube, so langsam aber sicher geht's los. Ich fühle mich jetzt schon unwohl. Und ich weiß schon gar... Ich weiß gar nicht mehr. Oh, this is disgusting. I'm never eating here again. Okay, jetzt sieht man hier halt die Zustände.
Das ist bei vielen Restaurants so. Bei vielen Restaurants will ich einfach nicht wissen, was da hinter der Theke abgeht. Ich glaube, das ist sicherer. Und ich sitze hier und frage mich schon wieder, warum ich sowas überhaupt spiele. Jedes Mal, wenn ich sowas anfange, frage ich mich, warum spielst du sowas überhaupt? Maybe the keys are in the office. Alles klar, dann suchen wir mal. Kann ich jetzt gucken? Figure out where everyone is. Alles klar. Was ist das? Storage. Office ganz hinten. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Ist jammed. Alles klar. Dann gehen wir doch in die Office. Hier ist ein Key. Gray gibt es natürlich kostenlos. Ist eine Half-Life 2 Mod. Also ihr müsst das Spiel haben, dann ist es kostenlos. Ganz cool eigentlich. From the other side, alles klar. Ganz cool eigentlich, dass es solche Mods gibt. Und auf Half-Life 2 wurde echt viel gemoddet, muss man echt dazu sagen. Half-Life 2... Ich glaube mal Cry of Fear, was ich auch mal hier hatte, ist auch mal auf der Cry of auf der Half-Life 2 Engine gelaufen, also auf den Mod. I feel like I should go to the repair shop. Might be someone there who can help me. Hey, fuck mal. But the service tunnel under the house is the shortest way there. Alles klar. Everyone just fucking gone. Ach, das ist eine Leuchtreklame, Alter. I should go to the car repair shop. My boss should be there. Car repair shop. Das ist, glaube ich, hier, oder? Hat er gesagt, der Tunnel durch das Haus. Fuck, someone jammed the lock. I'll need to cut it off. Alles klar. Maybe I'll find something useful in the tool shop down the alley. Tool shop, down the alley. Da sehen wir schon das Schild. Tool shop. Diesmal kriegen wir es hin. Hallo? Hier sind jegliche Zangen, alles Mögliche. Da? Hier? Nee. Hallo? Boss sent me here to get some replacement drill bits once. Das ist ja interessant. Jetzt probiert das Spiel ein bisschen Tiefe aufzubauen. Ich sag aber trotzdem mal hier. Was geht hier so? Wir brauchen sowas wie... Ja, das sieht doch gut aus. Damit kann man doch arbeiten. So ist es. Damit können wir doch arbeiten. Also, gehen wir jetzt direkt dorthin wieder. Und entfernen mal das Schloss von der Tür. Kann ich die nicht wegmachen? Wenn wir schon mal dabei sind. Alles klar. Gut. Dann können wir jetzt durchgehen. So. Lade, 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 ich nehme. Oh, das Licht hat nur geflackert. Ich dachte gerade, was ist denn hier los? Was ist denn los mit dir? Ich hatte ja gerade Zombie als Let's Play und eine Taschenlampe. Hallo? Flashlight. Ja, sieht so aus. Sehr gut. Ich hatte ja gerade Zombie als Let's Play und bin gerade ein bisschen am Voraus aufnehmen. Ich glaube, gestern oder heute, nee, heute kam Minecraft, gestern kam eine Folge, ich glaube 12 oder so und ich glaube 19 sind es insgesamt. Ich bin gerade also ein bisschen, lol, am Vorausplanen und Voraus aufnehmen. Gehen wir mal hier durch. Hallo? Gut. Kann man die hier irgendwie... Nee, kann man nicht. Alles klar. So. Ich probiere die Batterie mal ein bisschen zu schonen. Kann man da rein? Gut, da ist zu. Das ist schön.
Das freut mich. Jede verschlossene Tür in einem Horrorspiel ist tatsächlich mein Freund. Was mit dir? Ah, jawohl. Sehr geil. Super. Das grenzt die ganze Suche schon ein bisschen ab. Oh, kann man da später runter? Das sieht interessant aus. Last year when I got out of the halfway house, the streets were much cleaner, but now. Ja, das passiert. Die Welt verändert sich. Okay. Das sieht doch... First Aid? Brauchen wir noch nicht. Wir haben noch keins auf die Schnauze bekommen. Aber es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier ein First Aid Kit finde. Das macht mir ein bisschen Angst. Das bedeutet, es wird bald losgehen. Mit der Scheiße. Ich verlaufe mich doch jetzt schon, Alter. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. Das kann doch nicht gut laufen. Ah, okay. Ich weiß zumindest... Alter. Ich weiß zumindest, wo wir sind. Was ist da? Ein Schlüssel. Through block 12. Through block 12? Who's fucked up enough to leave bloody notes all over the place? Ja. Wer lässt da... Wer tut da seine Regelblutung abputzen? Auf den Notizen. Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt gehen wir mal back. Ich glaube, block 12... Ist bestimmt auf der anderen Seite. Oh fuck, ich will da nicht vorbei. Oh Kacke. Oh Mann. Ach, Musik geht an. Und ich gönn's mir mal wieder richtig hart, eh. Musik relativ laut im Anschlag, also das ist echt nicht schlecht, was ich hier mache. Ist alles verschlossen. Was ist das hier? From the other side. Ist das hier nicht Block 12? Das habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass ich es vielleicht hier... Hier kann man so schön reingucken. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Ich hatte dieses Spiel auch mal im Stream. Ich hatte das mal gestreamt, ja. Da hatten tatsächlich sogar auch ein paar zugeschaut. Also das... das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wie weit ich gekommen bin. Was wir mal machen können. Ich... Ah, gut. Safe Game. Gut. Man kann speichern. Man muss sogar speichern. Weil sonst muss man komplett von vorne anfangen. Deswegen mache ich mal ab und an so sporadisch ein paar Speicherstände. Und ihr könnt ja daraus ein Saufspiel machen. Jedes... Mom? Was? Alter, hast du den Arm gesehen? Der ging bis zum Boden, das war niemals deine Mutter. Alter. Ihr könnt daraus ein Saufspiel machen, immer wenn... Ich habe jetzt keine Lust mehr. Wenn ich speichere, müsst ihr was trinken. Zum Kurzen. Also, natürlich nicht die, wo unter 18 sind, Leute. Also, da will ich mich gleich mal davon distanzieren. Wehe, ihr trinkt was, wenn ihr keine 18 seid. Also, da bin ich auch nicht Freund von. Ich trinke selber ja auch kein Alkohol. Oh, jetzt werde ich deabonniert. Oh, jetzt werde ich deabonniert. Ich sehe schon kommen. Kann man nichts? Kann man öffnen? I. Nochmal ein Schlüssel. Und eine Briefmarke. Briefmarke. Eine Brieftasche. Ein Geldbeutel. Oder je nachdem. Ups. Hallo? Schlüssel? This key is labeled for the back exit. I've got to hurry. Alles klar. Dann lass uns mal hurryn. Hallo, Ross. Was ist hier so? Ich guck trotzdem mal alles durch. Oh, geile Chucks. What's das? Trademarked.
Cooles Badezimmer. Ja, klein, aber man will sich ja nicht beschweren. Aber die Toilette sieht irgendwie voll aus, als wäre das schon mit Wasser vollgelaufen. Wie ist denn die Badewanne so? Ja, ja, das ist schön. Ah, die haben eine Lampe oben. Alter, die war bis gerade eben noch nicht texturiert. Da stand war nur Licht. So. Ich nehme das natürlich wieder in der Nacht auf, liebe Freunde. Einfach nur, weil ich einen Schaden habe. Es hat keinen größeren Grund, wie einfach nur, dass ich einen Schaden habe. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel für den Back-Exit. Ich hoffe, das ist das da. Sieht nicht so aus. Okay. Keno! Hey, ich kenne Keno tatsächlich. Cool. Grüße an dich. Lol. Anita Stolz, die habe ich gar nicht gesehen. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Ich habe die nicht gesehen. Gut, da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Okay. Ah ja, von hier komme ich. Ah, da kann ich raus. Alles klar, oh.